Ja, da bin ich wieder. Ihr habt ja zwischendurch die Platten schon gesehen und welche Module wir nehmen, wie die aussehen und die einzelnen Reglerkomponenten. Ich wollte nochmal auf den Ertrag eingehen für eine 200 Watt Solaranlage. Das hält sich natürlich in Grenzen. Ja, es ist natürlich kein Kraftwerk, aber mit 200 Watt können wir in der Praxis, sieht das so aus, dass wir das Fahrzeug autark halten mit den Verbrauchern, wie es aus dem Werk kommt. Ich nenne das immer Lichtwasserpumpe-Heizung, obwohl die Heizung ja auf Gas läuft, aber sie braucht ja auch Strom, um zu laufen. So, das sind die Komponenten, die man im Wohnmobil hat, wenn man es vom Händler bekommt. Und damit kann man das Fahrzeug autark betreiben. Wir empfehlen dazu noch das TV-Gerät und die Sat-Anlage. Wenn Sie abends 2, 3, 4 Stunden Fernsehen schauen möchten, ist das auch kein Problem, weil die neuen Fernsehgeräte heutzutage ja nicht mehr so viel Strom verbrauchen. Also dafür ist die 200 Watt Anlage sehr gut geeignet. Und ja, wer dann mehr möchte, wie Wechselrichterbetrieb für Kaffeemaschinen, ja, oder ein zweites Fernsehen, ja, oder man sitzt abends mit dem Laptop schon mal am Tisch und checkt die E-Mails oder surft im Internet, ja, so wie ich es hier mache, dann komme ich mit 200 Watt nicht mehr zurecht. Also dann muss das gesteigert werden, ja, entsprechend 300 Watt, 400 Watt, so wie ich es habe. Aber unser Thema war ja heute die 200 Watt Anlage. Viele wollen keinen Wechselrichter oder brauchen ihn nicht, haben auch kein zweites Fernsehgerät, sodass die 200 Watt Anlage vollkommen ausreicht für die meisten Wohnmobilisten. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, welche Regler ich hier bei mir in meinem Wohnmobil verbaut habe. Wie ihr schon aus einem anderen Video kennt, habe ich ja hier auf meinem Wohnmobil eine 400 Watt Solaranlage mit Blechkontaktzelle verbaut. Auf oder in dieser Anlage habe ich den Photronic Regler als MPPT-Version montiert. Das ist ein Produkt aus Deutschland, wird hier in Deutschland konstruiert und auch gebaut. Ist also ein rein deutsches Produkt von Photronic und hat einige Anschlüsse, die man sehr gut nutzen kann, wie beispielsweise für ein Solardisplay, um an einer separaten Stelle abzulesen, was meine Solaranlage so an Leistung bringt, wie viel Ströme fließen, wie viel Spannung an der Batterie anliegt. Ja, man kann diesen Monitor auch als Stromzähler nutzen, um abends zum Beispiel an einem Tag mal festzustellen, wie viele Amperestunden man eingeladen hat oder Wattstunden. Diese Einheiten sind nochmal unterteilt. Also dieser Regler ist sehr gut. Den habe ich, wie gesagt, in meiner 400 Watt Solaranlage mit Blechkontaktzelle und bin sehr zufrieden. Die Erträge sind super. Ja, ich habe das in dem Video ja schon gezeigt, in dem vorherigen auf meinem Solarcomputer. Das sind Spitzenwerte. Also ich kann das Gerät nur empfehlen. So, jetzt habe ich für die neue 200 Watt Anlage, die wir ja noch zusätzlich aufbauen, da habe ich mich für den Victron Energy MPPT Regler entschieden. Auf das MPPT, da kommen wir auf einem späteren Video noch einmal zurück. Das ist ein großes Thema, was jetzt zu weit führen würde. Also das ist einer meiner nächsten Themen. So, dafür habe ich mich entschieden, für die 200 Watt Anlage, den gibt es auch größer, also größere Kapazitäten, um vielleicht auch die 400 Watt Anlage damit zu betreiben, das ist kein Problem. Aber in dem Fall haben wir uns entschieden für den Regler, der die 200 Watt Solaranlage regelt. Das Schöne an diesem Regler ist, und das gefällt mir persönlich sehr gut, ich kann so einen Direct Bluetooth
Dongle einstecken. Der hat hier so ein Kabel und so einen Stecker, den steckt man einfach nur in den Regler ein und ist dann per Bluetooth mit seinem Handy verbunden. Ja, ich lade mir einfach in meinem App Store eine App runter, registriere die auf den Regler und kann dann auf meinem Handy im Umfeld des Wohnmobils sehen, was ich sonst bei der fest eingebauten Version, beispielsweise bei dem Votronic-Anzeige sehe. Ja, das reicht auch vollkommen aus. Aber ich habe gerne hier und da mal so eine Spielerei auf meinem Handy. Ich sitze gerne draußen oder sitze am Wasser, ja, bin vielleicht ein paar Meter weg und so weiter und kann dann auf meinem Handy sehen, was meine Solaranlage macht. Ist eine tolle Spielerei, aber ich finde es gut und deswegen habe ich mich für die 200-Watt-Anlage für diesen Regler entschieden. Zwischendurch, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, kann ich euch ja mal unseren Hof zeigen. Da hinten steht ein Wohnwagen von uns. Da steht ein Chausson. Hier steht ein Karthago. Die übernachten die beiden Kunden hier diese Nacht, Karthago und Bürstner. Der Bürstner kriegt eine Antenne und eine Grundreinigung vom Wohnmobil. Die Grundreinigung ist schon fertig, wie man sieht. Und die Antenne wird morgen aufgebaut und der Karthago bekommt eine Solaranlage, 300 Watt Blechkontaktzelle. Ich wollte mal eben nach dem Ergebnis der Solaranlage schauen hier. Wir haben ja hier beim Karthago über der Tür haben wir ja Display und wie man sieht 14,5 Volt Ladespannung auf der Wohnraumbatterie und 13,3 auf der Starterbatterie. Ja, ich würde sagen, alles in Ordnung. Du bist zum zweiten Mal hier, ne? Ich bin zum zweiten Mal hier, ja. Ja, warst du zufrieden mit der Solaranlage, die wir dir vor 5 Jahren aufgebaut haben? Vollkommen. Einwandfrei zufrieden. Ja, war gut? Ja. Ja. Du kommst aus Mainz hier hin, ne? Ich komme aus Mainz, ja. Ja, gut, dann wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Solaranlage und mit dem neuen Fahrzeug. Vielen Dank. Alles klar, bis dann. Für die prompte Bedienung. Okay, ciao. Ciao. So, jetzt gehen wir mal in die Werkstatt rein. So, da wird noch gereinigt, da hinten. Ne? Wie man sieht, haben wir auch die Bude voll stehen. Ne? Unsere Werkstatt hat jetzt ca. 500 Quadratmeter. Und wir haben 4 Arbeitsplätze, die wir nutzen. Da ist unser Büro. Wir montieren hier in meiner Firma die Solaranlagen mit einem elektrischen Hubwagen. Wir arbeiten nicht mit Leitern, sodass wir das Fahrzeug nicht beschädigen, nicht verkratzen, wir können nicht mehr abrutschen. Da zeige ich euch jetzt mal, wie wir auch die Zellen aufs Dach transportieren, ohne die in die Hand nehmen zu müssen, auf die Leiter zu steigen und die Module auf das Dach zu bekommen. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, heute zum Thema Solaranlage 200 Watt Blechkontaktzelle. Bitte abonniert meinen Kanal, einen Daumen hoch, euer Guido von GNS TV.